Beschreiben Sie das Stufenwertzahlverfahren. Es kann manchmal helfen, dass man zunächst mal einordnet. Das Stufenwertzahlverfahren ist ein analytisches SCH, analytisches Beschreiben Sie das Stufenwertzahlverfahren. Nun, es hilft, denn so eine Frage kann ja manchmal ein bisschen schocken, dass man zunächst mal einordnet. Das Stufenwertzahlverfahren ist ein analytisches Verfahren. Und das analytische Verfahren bedeutet, dass man den Arbeitsplatz zerlegt in seine einzelnen Anforderungsarten. Anforderungsart 1, Anforderungsart 2, Anforderungsart 3 und von mir aus noch Anforderungsart 4 oder wie viele auch immer. Das ist Analyse. Analyse heißt nichts anderes als Zerlegung. Und man zerlegt den Arbeitsplatz in seine einzelnen Anforderungsarten. Sie wissen, da gibt es das Genfer Schema, sozusagen die Mutter aller analytischen Verfahren, wo Anforderungsarten definiert wurden. Also da sehen Sie die Anforderungsarten, ja, körperliche Belastung, geistige Belastung, wie auch immer. Ja, das können die Anforderungsarten sein. Und jetzt bildet man für jede Anforderungsart Stufen. Stufen ist hier das Schlüsselwort, denn hier oben steht Stufen. Und die Stufen sind zum Beispiel niedrig, mittel, hoch. Man kann natürlich auch gröber oder feiner skalieren hier. Und wiederum diesen Stufen ortet man zu Wertzahlen, 5, 10, 15 von mir aus. Ja, das sind die Wertzahlen. So, das macht man natürlich für jede Anforderungsart einzeln. Ich habe es hier beispielhaft an der Anforderungsart A1 gemacht. Und das ist das Stufenwertzahlverfahren. Ja, zerlegen in die Anforderungsarten hier, dann skalieren in Stufen und zuordnen der Wertzahlen zu diesen Stufen. So, und dann muss man gucken, wie ist das mit Anforderungsart 1 für den ersten Arbeitsplatz? Ist die Anforderungsart 1 hier niedrig, mittel oder hoch? Ja, körperliche Belastung zum Beispiel niedrig, mittel oder hoch. Und dann ergibt man die entsprechende Stufenwertzahl. Und dann hat man hier noch Arbeitsbeispiele. Ja, das wird also für jede Bewertungsstufe, die wird dann also mit einem Arbeitsbeispiel belegt, was ist denn hoch? Hohe körperliche Belastung, muss Gewichte über so und so viel Kilo schleppen zum Beispiel. Ja, das ist dann das Beispiel, das dieses Hoch konkretisiert. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.